verspielte Nachrichten. Bei unseren Nachrichten können Sie sich danach richten, wie wir Personen danach richten, wie Sie sich verhalten. Ob Sie sich verhalten oder sich mit Ihrem Verhalten verhalten, erfahren Sie immer zuerst bei uns. Die Schlagzeilen. Terrorgefahr. Auf der A4 gab es wegen einem C4-Experiment extrem exzessive Explosionen. Das nun freiliegende Rohr verströmt für Fahrzeuge gefährlichen Teer auf die Autobahn. Merkel will zu Sarrazin. Nach dem Liebesaus mit ihrem Ehemann Joachim Sauer wollte die Bundeskanzlerin zunächst eine sexuelle Koalition mit Guido Westerwelle. Dessen Partner stellte jedoch eine zu große oppositionelle Kraft dar und so will Merkel nun zu ihrer Schulfreundin Sarrazin. Bewaffelter Einbruch. Nachdem sie zuvor auf dem Marktplatz standen, die Kälte durchstanden, an einer ungiftigen Schlange anstanden, die Wartezeit ausstanden und bald darauf die Waffeln erstanden, auf die sie bestanden, gestanden sich zwei Einbrecher ein, verstanden zu haben, dass ihnen magere Zeiten bevorstanden. Als sie nach dem Essen aufstanden, entstanden Ideen, auf einen zugefrorenen See zu gehen. Als sie auf dem Eis standen, brachen sie ein. Von den Tätern fehlt jede Spur. Des Weiteren kam es bei gestrigen Demonstrationen zu blutigen Ausschreitungen. Experten sprechen von sogenannten Demenstruationen. Sport. Gestern Nachmittag hat ein Fußballer faustballend beim Fußball den Fußball mit dem Fußballen getreten. Mit dem dadurch vertreten Fuß ist er betreten zurückgetreten und wird, bis die Heilung des Vertreten mit Schienen und Treten eingetreten ist, vertreten. Dieser Vertreter erhofft sich beweisen zu können. Er sagte in einem Interview: Ich weiß, es steckt noch eine Menge in mir. Ich war heute nämlich noch nicht kacken. Soweit zum Spott. Verkehrsmeldungen. Uns liegen Informationen über Verstopfungen und deswegen stockender Verkehr in Darmstadt vor. Des Weiteren gibt es Samenstau in Urethern und auf der A9 gibt es Behinderte nach einem Unfall. Außerdem erreichte uns soeben eine Eilmeldung. Schwerer Diebstahl. In der Nacht vom 32. zum 44. stieg ein Dieb in einen Stall ein und stahl Stahl. Der unbekannte Stallstahl-Diebstahl-Dieb stahl sich leise davon. Der Besitzer des Stalls flucht, denn der Dieb ist auf der Flucht. Die Polizei, die ihn sucht, vermutet hinter der Tat eine Sucht. Kleptomanie. Bekannt ist nur, die Person, die Leute bestiehlt, ist bestiehlt. Also ein Mann. Leis- und Lautaussage eines vor 30 Jahren gezeugten Zeugen war er Zeuge Jehovas.